ihr Lieben, ich bin Christina. Ich möchte heute mit euch eine Fußreise machen, also eine Fantasiereise zum Thema Füße. Die Füße tragen uns den ganzen Tag, unser ganzes Leben, aber wir widmen denen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das möchte ich heute ändern, also sucht euch gern eine angenehme Position im Liegen, im Sitzen, so wie ihr euch wohlfühlt. Du stehst in einem Raum mit vielen Türen. Du kannst hier direkt in Barfuß sein oder wenn du magst, hast du Flipflops oder Badelatschen an, sodass du zum Ertasten deine Schuhe immer gleich ausziehen kannst. Du öffnest die erste Tür und siehst in dem Raum ganz viel Sand. Den ersten Fuß in den Raum setzt, kitzelt der Sand unter deinen Fußsohlen, zwischen deinen Zehen und die Wärme durchströmt deinen ganzen Körper. Spiele hier mit deinen Füßen, mit dem Sand. Du kannst deine Füße in den warmen Sand sacken lassen. Sie vergraben. Lass deine Fantasie freien Lauf. Spüre, der Sand von deinen Füßen auf deinen Fußsohlen, zwischen deinen Zehen, auf deinem Fußspann verteilt. Langsam wieder zurück in den ersten Raum. Schüttle den Sand ab. Wenn du magst, kannst du auch noch ein wenig von dem Sand an deinen Füßen lassen. Ganz so, wie es dir beliebt. Nachdem du die zweite Tür geöffnet hast, kannst du einen Waldboden erblicken. Du siehst Moos, Äste, Blätter. Trete ein und spüre ganz bewusst mit deinen Fußsohlen die verschiedenen Ebenen unter dir. Das Weiche. Das feuchte Moos, vertrocknete Blätter, die unter deinem Gewicht zu knistern beginnen. Vielleicht erblickst du einen Ast, wege ab, ob du drüber steigen möchtest oder ob du vielleicht die Struktur des Astes ebenfalls erfühlen möchtest. Vielleicht ist die Rinde abgeblättert, vielleicht ist sie ein wenig feucht geworden oder ganz trocken.
nächsten Raum erblickst du kühle Fliesen. Wenn du deine Füße darauf abstellst, spüre, wie die Kühle, vielleicht sogar die Kälte des Bodens von deinen Fußsohlen bis in deinen Körper steigt. Spüre die Gänsehaut auf deinen Armen und unter deinen Fußsohlen. Bemerke, wie nach einiger Zeit deine Körpertemperatur wieder wärmer wird, dein Körper sich an die Kühle gewöhnt und die Gänsehaut schwindet. Nachdem du zurück in den ersten Raum gegangen bist, blickst du hinter der nächsten Tür einen Raum, in dem Wasser ist. Ganz wie du magst, ist es kühl oder sehr warm, vielleicht sogar heiß. Was sich für dich gut anfühlt. Du kannst die Temperatur auch variieren. Spüre die verschiedenen Temperaturen unter der empfindlichen Fußsohle. Spürst du, wie das Wasser an deinem Körper schwappt, je nachdem, wie tief der Raum mit Wasser gefüllt ist. Vielleicht ganz flach, so dass du das Wasser an deinem Fußspann fühlen kannst, unter deinem Fußgelenk. Oder vielleicht ist es so tief, dass das Wasser dir bis zu den Waden geht. Verlässt, überlege dir, ob du das restliche Wasser mit einem warmen, weichen Handtuch abtrocknen möchtest oder möchtest du das Gefühl beibehalten, wie noch vereinzelte Wassertropfen an deinem Bein, an deinem Fuß entlang gleiten. Im nächsten Raum entdeckst du einen weichen Flokati-Teppich. Stelle deine Füße nacheinander auf den Teppich und spüre, wie du sanft in die warme und weiche Ebene einsinkst. Mit deinen Zehen kannst du zwischen den einzelnen Fasern spielen.
Nimm das Gefühl der Wärme und der Weichheit mit in den nächsten Raum. Der nächste Raum besteht aus feuchtem Rasen und ein wenig Matsch. Überlege dir, ob du dieses Gefühl als angenehm empfindest und ob du es fühlen möchtest. Falls nicht, bleibe draußen, ansonsten steige mit deinen nackten Füßen in den Schlamm und spiele wie als Kind im Matsch. Du kannst auf deiner Haut fühlen, wo der Schlamm war. Wie er trocknet an deiner Haut. Du bist jetzt wieder zurück im ersten Raum und betrittst den letzten Raum, der mit Schaumstoff ausgekleidet ist. Es gibt Menschen, die mögen das Geräusch und das Gefühl von Schaumstoff nicht. Wenn du es fühlen möchtest, tritt mit deinen Füßen auf den Schaumstoff und spüre, wie du sanft einsinkst und Fußabdrücke hinterlässt. Schau, was du in deinen Fußabdrücken erblicken kannst. Und je länger du es beobachtest, desto mehr siehst du, wie sich der Schaumstoff zurückbildet und die Konsistenz wieder so ist wie zuvor, als wenn du gar nicht da gewesen wärst. Raum zurück angekommen, kannst du dir warme, weiche Socken anziehen und deine Schuhe und dich von den Räumen verabschieden.